Die Zeit verändert schon vieles. Sowohl unsere Haarstruktur als auch unsere Haarfarbe ändern sich unabdingbar mit zunehmendem Alter. Doch mit einigen Styling-Tipps und Tricks können wir um Jahre jünger zaubern. Und dabei spielt die richtige Frisur eine entscheidende Rolle. Man weiß, die Kurzhaarfrisuren können das Gesicht schmeicheln und für einen frischen, modernen Look sorgen. Der Pixie Cut ist ideal für Frauen ab 50 und 60. Warum? Die Antwort findest du in diesem Video. Die Pixie-Frisur kann Frauen im Alter schmeicheln, wenn er richtig geschnitten und gestylt ist. Um viel jünger als ihr Alter auszusehen, müssen sie jedoch die Wahl eines neuen Schnitts auf ihre Gesichtsform abstimmen. Ergänzen sie eine undefinierte Kieferpartie und volle Wangen mit einem schrägen, asymmetrischen Haarschnitt. Volumen am Oberkopf verlängert das runde Gesicht. Um ein eckiges Gesicht zu mildern, sollten Sie runde Schnitte mit Shaggy-Frisuren in Betracht ziehen. Denken Sie auch über Ihre Farbe nach. Aktualisieren Sie Ihren natürlichen grauen Pixie mit silberblonden Strähnchen oder dunkelgrauen Lowlights. Balayage, helle Töne und zweifarbige Färbungen sind ebenfalls in. Lernen Sie die Grundlagen des Stylings. Definierte Lagen, stachelige oder nach hinten geschwungene Spitzen funktionieren immer. Kurzhaarfrisuren für Frauen über 50 können, entgegen der landläufigen Meinung, aktuell und schmeichelhaft aussehen. Sie müssen nur ihren perfekten Kurzhaarschnitt finden und ihn mit einem geeigneten Produkt stilvoll halten. Trotz der geringen Haarlänge ist der Pixie Cut eine unglaublich wandelbare Frisur. Sie lässt sich somit an jede Gesichtsform anpassen und eignet sich für jeden Haartyp. Der einzige Nachteil der Kurzhaarschnitt besteht darin, dass die Haare schnell wieder nachwachsen. Aber auch ohne einen regelmäßigen Schnitt kann man schön und modern aussehen. Denn der ausgewachsene Pixie Cut ist die perfekte Übergangsfrisur zum stylischen Bob. Langer Pixie Cut mit Strähnchen ist ein klassischer und langer Pixie Cut, der Frauen in den 50ern tragen können. Wenn man goldblonden Haaren ein wenig Textur verleiht, ist der Ergebnis einfach umwerfend. Der Pixie ist der perfekte Kurzhaarschnitt für dickes Haar. Für Frauen mit dicken Haaren können einige sanfte Schichten die Sperrigkeit aus dem Look entfernen. Ein zusätzlicher Pony, der den Schnitt verschönert und die Stirnpartie kaschiert, macht den gesamten Look femininer und entspannter. Mit 50 können graue Haare frustrierend sein, müssen es aber nicht. Bringen Sie Ihre natürlichen Farben mit einem der erfrischenden Kurzhaarschnitte für Frauen über 50 zur Geltung. Obendrein ist er minimalistisch und leicht zu pflegen. Bleiben Sie stilvoll und voller Anmut mit verschiedenen Variationen von einem Pixie Cut im Salz- und Pfefferlook. Pixie Bob kann auch mit Locken stylen werden. Ringellocken sehen super süß aus und machen jünger. Es ist ein Segen, schönes, natürlich gelocktes Haar zu haben, aber egal, ob Ihre Textur glatt oder gelockt ist, diese Frisur lässt sich mit dem richtigen Produkt und einem Lockenstab kreieren. Während Frauen in ihren 50ern immer noch die Fältchen mit Make-up und anderen Tricks kaschieren können, sieht die Sache ab 60 ein bisschen anders aus. Die Anzeichen des Alterns werden mit jedem weiteren Jahr sichtbarer, das heißt aber nicht, dass man sich nicht jung und hübsch fühlen sollte. Auch hier kann die passende Frisur helfen und der Pixie Cut ist eine hervorragende Wahl. Bei einem Kurzhaarschnitt kommt es vor allem auf die richtige Schichtung und Form an. Frauen mit runden Gesichtern brauchen vielleicht etwas mehr Höhe im Scheitelbereich, was mit einem Undercut und einigen Stufen oben leicht zu erreichen ist. Frauen über 60 haben oft mit grauem Haar zu kämpfen. Das Beste an dieser Frisur ist, dass sie ihr Haar nicht einmal färben müssen, damit es toll aussieht. In diesem Alter beginnt das Haar schneller zu fallen, aber es kann gesünder werden, wenn sie einen kurzen Pixie wählen, der jeden Tag mit fast keinem Aufwand erstaunlich aussieht.